Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 112 Operator, zu einer neuen Schicht. Ich habe in der Zwischenzeit die Stadtviertel den Disponenten zugewiesen. Ich hoffe, man erkennt das. Wir haben allerdings nicht so viele Bewerbungen bei den Disponenten, dass wir alle Stadtviertel verteilen konnten. Beziehungsweise ich hatte ja eigentlich mal gedacht oder gehofft, dass ich alle machen kann. Und die hatten ja irgendwann mal gesagt, wenn die Leute überfordert sind, dann fragen die uns doch, oder ein paar Aufträge bleiben offen, dass wir uns um die kümmern. Also ich konnte noch drei weitere Disponenten einstellen. Und wir haben jetzt ungefähr hier so die Grenze. Also wir haben so, ja, es ist die Hälfte des, ja, sagen wir mal so, 40%, da kümmern sich jetzt die Disponenten drum. Auch wenn wir da mal gucken müssen, wie das dann mit dem Fahrzeug funktioniert. Denn hier zum Beispiel in den vier Vierteln ist nicht ein einziges Fahrzeug. Könnten wir mal vielleicht, eigentlich einmal jedes Fahrzeug reinstellen. Aber in dem Viertel ist auch, wenn ich das gerade richtig sehe, nur Feuerwehrstation. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir das auch irgendwann nochmal detaillierter machen, wenn wir mehr Geld haben, dass jedes Viertel irgendwie jedes Fahrzeug einmal bekommt, und da die Disponenten ja mehrere Viertel haben, wandern die ja eh ein bisschen und fahren zu den Einrichtungen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, die Stadtviertel sind soweit aufgeteilt, wie es möglich ist oder möglich war. Haben wir noch irgendein Fahrzeug, was unterbesetzt ist? Weil wir haben bestimmt mittlerweile auch wieder ein, zwei Leute, die gesund sind, nachdem die im Krankenhaus waren. Ne, da sind wir überall voll. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein in die Schicht und gucken mal, wie es denn so wird. Okay, ich habe gerade die Errungenschaft freigestellt, Medaille der Führungskraft. Schade, dass man nicht direkt sieht, worum es sich handelt. So, also ich werde mich jetzt einfach mal gucken, ob ich schaffe, mich hier oben drauf zu konzentrieren. Und ich bin halt noch am Überlegen, ob ich das nicht doch mal ausstelle mit den... Oh, wir haben Anruf. Ja, aber ich suche gerade noch ein Fahrzeug. Was ist denn, wenn wir bei dem Anruf nicht dran gehen? Passiert dann was? Über eine Bombendrohung. Machen wir erstmal wo? In einem Regierungsgebäude. Das ist hier oben. Wurde die schon gefunden? Ich frag mal eben alles. Wir sind uns sicher, dass die Bombe durch ist. Okay, wie evakuieren wir das Ganze jetzt? Also ich will jetzt nicht Bombendrohung als YouTube-Titel machen, wenn ich ehrlich bin. Da muss ich mir noch mal was einfallen lassen, weil ich denke mal, es wird in der Story jetzt in die Richtung weitergehen. Moment, wenn wir eine Bombendrohung haben, würde ich dich auch mal irgendwo nach... Moment, ich schicke dich mal direkt dahin. So, dann Polizei dahin. Ihr habt da auch nichts zu tun. Krankenwagen, ja, den Heli benutzen wir zum Fliegen. Hier haben wir zwei Fahrzeuge schon vor Ort. Feuerwehr, ja, müssen wir mal gucken. Immer noch fünf Ereignisse, die nicht bearbeitet werden. Ja, die ganzen Fahrzeuge fahren halt hin und her, aber weißt du, finde ich es teilweise echt schwierig zu sehen, ob die zum Einsatz fahren oder nicht. So, haben wir jetzt was hier? Ah, die Pläne fahren. Oh, ne, das ist noch was ganz anderes. So, Polizei und Krankenwagen. Haben wir gerade beides nicht frei. Wir könnten Motorroller nehmen. Und Krankenwagen. Da brauchen wir... Oh, der ist voll. Da brauchen wir noch eine Polizei. Dann fahr du mal dahin. Da warten wir noch. Fahr du mal ruhig hier rund. Ne, da musst du hin. Noch fünf Ereignisse offen. Ist einfach viel zu viel, um das alleine zu bewältigen. Oder wir haben einfach viel zu wenige Einheiten mittlerweile. Könnte ich auch gut sein.
Irgendwo da muss ich noch einen Krankenwagen hinschicken. Sieben Ereignisse sind's. Und was haben wir jetzt hier oben? Okay, entschärfen, glaube ich, gerade die Bombe. Wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, wir haben eine Bombe. Wir haben echt eine Bombe hier gehabt im Regierungsgebäude. Und die haben nicht evakuiert. Letzter Zeuge? Was ist denn da los? Aber gucken wir erstmal, was mit der Bombe passiert. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Einheiten noch da. Ja, so alleine kommt man nicht hinterher. Ich klicke mich hier zu Tode und es funktioniert vorne und hinten nicht. 11 offene Einheiten, wo noch nicht mal einer hingefahren ist. Benötigen Polizeitransport. Achso, die warten dann auf ein Medical. Ja, so alleine, also wir brauchen, müssen irgendwie Disponenten freischalten. Oder wir brauchen viel mehr Einheiten. Okay, irgendwo wird auch geschossen, Shots fired. Ja, ich brauche auch mehr Einheiten. Der ist nämlich schon gleich wieder weg. Und wir sind schon wieder bei 11. Ich kann es halt auch nicht wirklich langsamer machen. Hier oben haben wir es geschafft. Perfekt. Könnt die auch mal wieder ein bisschen hier runterfahren. Dann haben wir doch keine so verletzten Einheiten. Feuerwehr benötigt. Feuerwehr ist auf dem Weg. Polizei. Krankenwagen. Sanitäter benötigt. Dahin. Du fährst hier unten hin. Bewusste Person. Einmal hier. Einmal hier. Mehr Einheiten. Da haben wir noch was. Ladendiebstahl. Hier ist auch noch was. Dann fahr du mal direkt hier runter. Du kannst hier unten hinfahren. Und dann hört man auch die ganze Stimme, wir brauchen Hilfe und. Und man kommt selber nicht hinterher. Ja, da muss ich mir echt nochmal was überlegen, wie ich das am besten hinbekomme. Der will da unten zum Krankenhaus fahren, das ist auch ein sehr, sehr weiter Weg. Also wenn wir was machen sollten, ist hier vielleicht ein Krankenhaus hinbauen. Da oben ist sogar schon was verschwunden beim Bandenkrieg. Der geht auch jetzt weg. Dann fahr du hier hin, du kommst mal mit dahin. Habe ich noch Polizeieinheiten, die gerade nichts machen? Ja, aber weit weg leider. Der geht auch weg. Das könnten wir versuchen. Ja, gerade ist halt einfach nur wildes Geklicke. So, wir haben 170 Ruf schon generiert, haben zig Aufträge noch offen. Ja, es ist nicht ohne gerade. So, du kannst ruhig. Ne, fahr du mal hier unten hin. So, hier haben wir natürlich jetzt noch sehr, sehr viele Einheiten gerade, die noch woanders hin könnten. Benötigen Sanitäter. Polizeitransport benötigt. Ja. Wo habe ich denn gerade welche frei? Ja, hier unten sind ganz viele. Ja, die müssen eigentlich alle ein bisschen woanders hin. Also ich komme hier nicht rüber. Moment, du mal hier hoch. Du machst VIP-Schutz. Warum haben wir denn hier unten zwei? Achso, wegen dem Bandenkrieg, weil ich dachte, die schießen da vielleicht. Naja, das reicht aber so. So, wie sieht's hier oben aus? Hier müsste doch ein bisschen was noch zu schaffen sein. So, 212 Ruf ist verdammt viel. Mann, du kannst da einfahren. Du wolltest ja. Ne, dann bist du jetzt gerade frei. Was machen wir hier unten gerade? Aber wir sind noch beim Verhaften. Wir müssen noch vier Leute verhaften. Okay, der geht sogar schon weg, der Auftrag. Dann fahren wir lieber hier hin. Polizeitransport benötigt. Gut, dass ich den schon weggeholt habe. Fall gelöst. Ja, fahr du mal schon mal hier runter. Dann brauchen wir immer noch zwei. Du fährst mit hier runter, dann sind wir. Dann haben wir's. Sir, I need more units. Sir, I need help.
Oder ich muss in irgendwelche bestimmten Stadtbezirke. Also ich glaube, es wird an Einheiten scheitern, weil sonst könnten die Disponenten mehr machen. Okay, der ist schon weggegangen. Dann fahr du dahin, du fährst hierhin. Aserei brauchen wir ja kein Verhaften. Polizeitransport benötigt. Ja, fahr mal dahin bitte. So sieht's aus. Zeit ist abgelaufen. Ja, der wird weggehen. Bewusstlose Person kriegen wir nicht hin. Dich kann ich leider nicht. Doch, dich kann ich abziehen. Ja, vielleicht reicht's ja noch. Da fahren wir jetzt an irgendjemand. Wo fährst du hin? Ach, du fährst einfach nach Hause. Ja gut, dann mach ruhig Feierabend. Wie sieht's hier oben aus? Hier oben haben wir alles. Das heißt, es geht nur noch um das Gebiet, wo eigentlich ja die Disponenten sein könnten. Hier haben wir noch ein Feuer. Hier unten ist auch noch. Ach, da hier müssen wir noch Leute abholen. Habe ich dich nicht mal da runtergeschickt? Da sind noch 4 Verdächtige. Ich schicke meine Polizeiheli schnell hin. Obwohl, die sind auch gleich da. Ich wollte nämlich einmal, dass der Auftrag nicht weggeht. Komm, fahr du mal entgegen, da kommt ja kaum hinterher. So, hier haben wir alles. Sehr gut. Da ist Polizeitransport. Plus eine verletzte Person, da fährst du ja, denke ich mal, hin. Du kriegst alle rein, perfekt, haben wir den auch. Das heißt, wir haben jetzt noch 2 offene, wenn ich das richtig sehe. Oh, wir haben noch 5 offene. Hier sind wir, glaube ich, denke ich mal, gleich durch. Ja, die helfen jetzt nochmal ganz kurz. Also den haben wir noch, den haben wir noch. Ja, das sind die letzten beiden jetzt. Aber wir hatten nur einen Anruf, aber da ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Das ist, ging ja noch, weil wir hätten jetzt nochmal irgendwas gehabt wie den Tornado oder sowas, das wäre auf jeden Fall eine Katastrophe geworden. Oh, wir müssen sogar noch jemanden da abholen. So viele Plätze haben wir jetzt hier auch nicht mehr frei. Wir sind mal ein bisschen schneller, wenn wir nur auf den einen da warten. So, dann haben wir es jetzt. 312 Ruf hatten wir, glaube ich, auch noch nie. 110 Fälle. Wie viele Minuten haben wir jetzt? 13 Minuten. 110 Fälle. Ich glaube, man kann das hier auch fast als Sport betreiben dann. 300, also. Das war auf jeden Fall die intensivste Folge. 199.000 Grundeinkommen. Durch verhängte Strafen sind nochmal 43.000 dazugekommen. Ja gut, die 14.000, da kommt man halt nicht hinterher. Eine verletzte Person, viele befördert. Ah, 95%. Ich hätte doch gedacht, dass das schlimmer geworden ist. Und von 110 nur 9 nicht geschafft, heißt über 100 gelöster Notrufe. Ja, ist okay. So, dann gucken wir erst einmal nach der verletzten Person, beziehungsweise rüsten das Fahrzeug neu aus. Wir haben nämlich noch 2 in Reserve, wie ich gerade sehe. Nehmen wir ruhig. Was haben wir denn? Kannst du gut fahren? Fahren 94%. Ja, nehmen wir lieber den, der Effizienz hat. Okay, das haben wir. E-Mails. Hey, ich wollte dich nur daran erinnern, dass du Heidi um 17 Uhr vom Unterricht abholen musst. Ich glaube, dass dein Akku leer ist und wir konnten wegen deiner Nachtschicht nicht persönlich sprechen. Weswegen ich dir hier schreibe. Ja, gut. Oh, wir sind mit Ilse zusammen. Ja gut, die Geschwindigkeit erhöhen, aber okay. Finde ich auch mal gut, dass sowas auch mal vielleicht als Erinnerung ab und an kommt.
Wir haben eine Nachricht erhalten, dass wir eine sehr wichtige Person eskortieren sollten. Die Eskorte ist für morgen eingeplant. Mögliche Gefahren, illegale Proteste und hohes Verkehrsaufkommen. Hohes Verkehrsaufkommen erkennen wir ja an den roten Linien auf der Straße. Das habe ich ja dann, wo ich immer dachte, das sind irgendwie die Rohrleitungen, irgendwas, was beeinflusst ist. Aber ja, so also beeinflusst ist es ja dadurch. Oh, 24. Dezember, frohe Weihnachten. Ja, woran ist es gescheitert? Feuerwehr war, glaube ich, okay. Polizei und Krankenwagen, daran hat es so ein bisschen, also das war nicht ganz so optimal. Krankenwagen würde ich, ja, machen wir erstmal eins nach dem anderen. Neue Einheit hinzufügen. Ja, wir könnten natürlich auch gucken, dass die alle, nee, also, ja, wir könnten den natürlich auch mehr... Also hier die verbessern, dass es schneller geht, aber ich glaube, das ist jetzt gerade nicht ganz so das, der richtige Weg. Ich bin gerade überlegen, wenn wir mehr Rettungswagen machen, ich glaube mehr, also Qualität wäre da besser vor Quantität. Und dass wir in die Menge gehen, also dass wir jetzt, okay, hier macht es keinen Unterschied vom Preis her, dass wir dann können wir auch den mit reinnehmen. Bei drei Personal und ja. Aber bei der Polizei muss ich dann gleich gucken. Da waren wir ja teilweise voll. Da wäre es natürlich auch besser gewesen, wenn wir eine gute Einheit haben. Also ich war gerade überlegen, welche Fahrzeuge wir nehmen. Da war ich noch gerade ein bisschen so in Gedanken und habe so halblaut gedacht. Also ich war mir überlegen, ob macht es mehr Sinn, drei zu transportieren oder zwei. Aber da der Preis gleich ist, würde ich dann doch die mit drei nehmen. Denn ansonsten, ja, da kann man halt einen Auftrag vielleicht eher mit einem Fahrzeug abschließen und wenn noch Möglichkeit ist und Platz da ist, nochmal eben zu einem zweiten Auftrag fahren und da nochmal assistieren oder vielleicht sogar noch einen eigenen zweiten Auftrag erledigen. 98% fahren, das ist doch sehr gut. Muss auch noch 92% fahren, aber bis halt mit 65 dann auch am besten. Können wir denn die Fahrzeuge wechseln? Was machst du denn? Achso, das ist okay, ja, okay. Da, ja, einen zweiten Heli will ich nicht kaufen. Ja, wir können natürlich auch alle mal, alle, was haben wir? Krankenwagen und die anderen heißen Rettungswagen. Ja, wir könnten ja theoretisch Transportsitze 3, Höchstgeschwindigkeit 100. Ja, der Rettungswagen macht Bonus für Hilfe einer verletzten Person halt noch so ein bisschen, ja. Ja, müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir da eine mehr und ich will alleine wegen der VIP-Eskorte nochmal eine Polizeieinheit machen. Transporthelikopter, nein. Du kannst auch keinen transportieren, nein. Van, ja, haben wir halt einen, das reicht, glaube ich. Also Van der Spezialeinheiten. Wenn wir einen Polizeivan haben, haben wir den überhaupt schon? Jetzt habt ihr da, ist der da wieder auf alle gesprungen. Pickup, Patrouillenwagen, ne, den brauchen wir nicht. Ja, wir gehen mit der günstigsten Variante, können aber nur zwei transportieren. Polizei wäre teilweise echt gut gewesen. Ne, der Polizei brauchen wir Masse statt mehr Kapazität, deswegen hole ich da lieber einen normalen. So, dich kann ich zuweisen mit 89% fahren, ist okay. Weil da sind die anderen nicht besser und wir haben noch 71% hier vorne. Ist auch am besten. Ne, oh, da war noch einer. Egal. Dann haben wir jetzt erstmal. Haben wir die so eingestellt. Kann ich dich noch rekrutieren? Ich glaube, du wirst uns nicht verloren gehen. Gut, dann haben wir nochmal zwei Einheiten mehr. Ich hoffe mal, das macht ein bisschen was aus, weil am Ende waren es ja dann doch nur. Oh, 9 Notrufe, die wir nicht geschafft haben. Das war ja noch okay. Vielleicht drucke ich mir auch mal irgendwie die Karte aus und gucke mal, welchen Disponenten ich in welchem Bereich habe, dass ich dann immer genau irgendwie zwei Einheiten pro Bereich mache und der darf da hin und her operieren. Ja, vielleicht müsste man mal über den Weg gehen. Wie viele Schichten haben wir denn eigentlich noch zu machen? Wir haben noch 9 Schichten. Dann soll, wenn man sowas macht, sollte man das halt dann auch jetzt so langsam anfangen, weil irgendwann ist halt zu spät. Ja, ich überlege mir da auf jeden Fall was. Auf jeden Fall
eine gute Schicht, wir haben gutes Geld verdient, 100, über 100.000 haben wir verdient, das ist eine Menge Geld, wir haben zwei neue Einheiten, oder das Geld haben wir zwei neue Einheiten investiert und VIP-Schutz müssen wir mal gucken, hatten wir auch noch nicht, vor allem mit Protesten und mit Staus, ja, Proteste müssen wir halt ein paar Polizeieinheiten hinschicken, bei Stau, ja, was willst du mit dem Stau machen? Eigentlich Blaulicht an und da durchfahren. Also da weiß ich noch nicht, wie uns das beeinflusst. Werden wir dann nächste Woche Montag sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Und wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Weil jetzt gerade habe ich mich einfach nur abgehetzt. Das wäre natürlich ein bisschen entspannter. Dann kann ich auch mehr sagen, wenn das nicht ganz so stressig wäre. Also wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, schreibt mir das ganz gerne. Ansonsten bis nächste Woche. Ciao.